Hallo Freunde, willkommen zurück. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem Team of the Season Spieler aus der Bundesliga. Und ja, mittlerweile habe ich schon einige Packs aufgemacht. Leider noch keiner dabei gewesen. Jetzt kommt Simpson, habe ich gerade gesehen. Das ist auch nicht so schön. Aber immerhin gibt es hier noch ein paar Coins. Verträge, boah, Fitness. 5212. Arsenal-Trikot. Und was haben wir hier noch für ein komisches Wappen? Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Werden wir später feststellen. Erstmal hauen wir hier das Ding auf den Tauschstapel. Und dann machen wir das zweite Pack auf. Und da ist hoffentlich so ein gottverdammter blöder Scheißspieler drin. Auch nicht. Ja, schade. Romero immerhin dabei. Den keiner haben will. Was ist das denn hier? Diawara und Diarra. Ey, ihr habt euch ja abgesprochen. Verträge. Fitness. 352, 5221, Hete Mai, ist glaube ich nicht wert. Sag ich mal so knallhart, wie es ist. Wo spielt der Kollege? Serie A. 433 Aufstellung immerhin. Komm, ich behalte ihn mal. Wenn nicht, hau ich ihn später weg. Erstmal nehme ich den mal mit. Und dann geht's auf ins nächste Pack. Auch wieder kein Bundesligaspieler. Haben wir gezogen. Ich meine, ich würde mich ja auch mit einem anderen Spieler zufrieden geben. Gibt ja einige gute. Hauptsache, oh, die Aufstellungskarten sind beide gut. Hauptsache nicht wieder irgend so eine Rotzer. Den Fitnessmann liste ich mal ein. Die speichere ich und das Trikot haue ich hier auf den Müll. Nee, will ich hier. Ja, genau. So, jetzt aber hier. Rapazap. Das sah auch nicht gut aus. Ich hab ganz vergessen, ob im Team der Woche ist. War dann gut dabei? Weiß ich gar nicht. Ich bin so fixiert auf Team of the Season. Fitness, 5221, PSG, Tempo, Mann. Okay, speichern. Bei meinem Glück ziehe ich irgendeinen Hafensänger aus dem Team der Woche, der gar nichts wert ist. Statt ein Team of the Season Spieler. 35 Erfahrungspunkte ist kein guter. Rodriguez, Oliveira, Xandao, dann hier die Verträge, Fitness, alle Attribute, Amsterdam, PSV passend dazu und ein Ball auch noch. Wird er gleich spielen im Stadion. Auf zum nächsten. Das ist ja echt, oh Boateng, scheiße, da ist Boateng. Ich werd bekloppt, endlich mal. Ha! Oh Mann, ey. Ich wollte ja auch Bundesliga-Team bauen. Boateng, okay, Aufstellung. Gestern habe ich noch auf ihn geboten. Heute habe ich ihn endlich gezogen. Das ist schon mal optimal. Mann, das gibt's ja gar nicht. Schwacher Fuß, 4 Sterne. Ja, 81 Tempo, 87 Verteidigung, der Traum eines jeden Innenverteidigers. Kopfball 88. Der kommt auf jeden Fall in mein Bundesliga-Team. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir den Dante auch noch dazu bekommen. Mann, ey, bin ich froh, dass ich nicht irgend so einen Penner aus dem Team der Woche gezogen habe, sondern wirklich ein Team of the Season Spieler. Ja, jetzt fehlt mir nur noch ungefähr 5,8 Millionen, um mein Team of the Season zusammenzustellen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber Boateng ist schon mal ein geiler Anfang. Hauptsache, ja, Trapp wäre natürlich der schlechteste aus dem Team of the Season gewesen. Wobei, da sind ja noch Silberspieler drin. Weiß ich gar nicht, was die so wert sind, aber das wäre natürlich auch suboptimal, wenn ich einen Silberspieler gezogen hätte. Kann aber auch im Goldpack passieren. Ich hätte schon mal einen silbernen Impfform gezogen im Goldpack. Allerdings war das noch in FIFA 12. So, hier haben wir hier die nächsten Kollegen, Fitness und alles, Verträge. Mann, geil, Boateng, Hammer. 3-4-1-2. De Agostini, hau ich gleich mal weg. Ja. Ach, schon voll die Scheiße, Mann. Ja, ich habe gestern echt noch auf den geboten, gestern Abend im Bett schön mit dem iPad und ich biete auf den Boateng und immer schön überboten worden. Jetzt weiß ich warum. Ich sollte ihn einfach heute ziehen. Ich sollte ihn gar nicht kaufen.
Ja, auf Kiesling habe ich erstmal auch noch geboten. Der ist auch noch ziemlich günstig. Am Sonntag werde ich auf jeden Fall ein paar Kollegen ersteigern. Muss ich mal gucken, was da so machbar ist. Den hier hau ich weg. Ach komm, ein Pack mal ihn auf. Vielleicht haben wir ja Glück. Boateng, ey. Hammer. Cisse, okay. Der ist auf jeden Fall nicht im Team der Woche. Muriel haben wir dann Verträge. Team Fitness. 4-2-3-1, 4-5-1. Beides gute Aufstellungen zum Verkaufen. Mann, ey, Hammer. Bin ich aufgeregt. Na gut, ich habe jetzt aber auch wirklich extrem viele Packs aufgemacht. Auf den ganzen Accounts, wenn man das mal so überblickt. Und es ist einfach eine Frage der Zeit. Irgendwann poppt dann so ein blauer Spieler auf. Aber es ist halt nicht gesagt, dass einer kommt. Und von daher bin ich ganz happy. So, komm hier, die stelle ich einfach später nochmal rein. Tja, Freunde, Boateng am Start. Und wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Team of the Season-Spieler. Ich sage erstmal Tschüss und bis bald. Macht's gut.